Wie garantiert MTEL einen reibungslosen Glasfaserausbau? Reibungslos ist ein sehr gutes Stichwort. Die Firma MTEL hat eine besondere Schicht entwickelt im Innenrohr eines Rohres, den sogenannten M-Liner, der dafür sorgt, dass der Reibungskoeffizient beim Einblasen der Glasfaserkabel reduziert wird. Den optimieren wir, also durch langjährige Forschung und Entwicklung haben wir also diesen M-Liner entwickelt und der hilft den Einblastrupps vor Ort ein reibungsloses Einblasen zu gewährleisten. Neben dem M-Liner haben wir noch weitere Qualitätsstandards, die dafür sorgen, dass die Rohre optimal vorbereitet sind für die Baustellen draußen. So haben wir während des Fertigungsprozesses eine Zentraleinheit, eine Prüfeinheit, die dafür sorgt, dass der Außendurchmesser permanent geprüft und überwacht wird und geregelt wird im Extruderverfahren, der Innendurchmesser permanent auf das Sollmaß gehalten wird und wir dadurch schon einen sehr guten Produktionsausstoß haben. Produkte, die dann fertig sind, die werden ja dann auch noch nach der Produktion direkt aufgerollt. Die werden dann einzeln zu 100% nochmal druckgeprüft und wir leisten uns den Luxus. Jedes Einzelröhrchen wird mit einem Kugeltest nochmal überprüft. Dabei wird sozusagen das Einblasen des Minikabels emuliert. Wir sorgen dafür, dass also wirklich die Rohre vor Ort funktionsfähig in den dafür vorgesehenen Qualitätsstandard dann zur Verfügung steht. Es gibt ganz viele Situationen draußen auf den Baustellen, die auch besondere Produkte benötigen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass im Horizontalbohrspülverfahren Rohre eingebracht werden können, man aber nicht genau weiß, welche Bodenqualität werde ich dort vorfinden, sodass wir uns überlegt haben, wie man diese Rohre dann besonders schützen kann mit einem besonders stabilen Mantel, der wird etwas dicker aufgetragen. Also wir möchten mit unseren Produkten dafür sorgen, dass vor Ort es zu keinen Problemfällen kommt. Ja, dann gibt es noch eine weitere, fast ein Klassiker bei MTEL, und zwar ist auch vor Ort nicht immer gewährleistet, dass Einblaskapazitäten zur Verfügung stehen. Und wir haben gesagt, schon vor Jahren, wie können wir die Situation verbessern, wie können wir trotzdem sicherstellen, dass es reibungslos vor Ort stattfinden kann, indem wir Arbeitsschritte, die üblicherweise vor Ort gemacht werden, nämlich das Einblasen der Minikabel, indem wir das hier bei MTEL schon machen und durch eine besondere Verlegetechnik, die besonders ist, aber nicht schwieriger dadurch, sondern eine Verlegetechnik, die dafür sorgt, dass man eben nicht mehr die Minikabel einblasen muss, sondern wirklich innerhalb weniger Minuten, auch nach 10 Jahren noch, Hausanschlüsse realisieren kann.